Das Thema sind deutsche Shortfiller. Deswegen fangen wir erstmal mit einem nicht-deutschen Longfiller an. Sozusagen. Hier liegt er, den haben wir schon aufgeschnitten. Also, das ist eine Zigarre, eine Double Robusto war es. Hier sieht man, die Einlage ist auf jeden Fall alles ganze Tabakblätter. Früher sah das ein bisschen anders aus, ne? Oder heute auch immer noch, aber das sind ja ganz traditionsreiche Marken, die du jetzt vorstellst. Schau doch mal, was die hier alle machen. Da blickt man viele, viele Jahrzehnte zurück. Deutsches Wirtschaftswunder, Beispiel mal so als Stichwort. Ja, damals hat wirklich fast jeder Zigarre geraucht. Und wenn sie damals Zigarre geraucht haben, dann haben sie noch definitiv keine Longfiller-Zigarren geraucht, sondern eben Shortfiller. Und heute soll es vor allem um oder eigentlich nur um deutsche Shortfiller gehen. Ein sehr schönes Beispiel, auch schon mit einer gewissen Tradition versehen, die Brasil-Trüllerie. Die kommt vom deutschen Hersteller Schuster Cigars. Die sitzen in Bünde und Bünde, der hat sich wirklich zu so einem Zigarren-Mekka für deutsche Shortfiller entwickelt. Bünde, wer es nicht kennt, ist bei Bielefeld in der Nähe in Westfalen. Und dort sitzt beispielsweise auch die deutsche Steuerzeichenstelle. Das ist eine Zollbehörde, die sich ja um alle Steuerzeichen kümmert, die auf irgendwelchen Zigarrenkisten oder Zigarettenschächtelchen draufkleben. Ja, so viel zu Bünde, zu Schuster. Die haben auch noch ein paar andere Shortfiller-Zigarren. Aber Brasil-Tuilerie ist mit Sicherheit die, die am bekanntesten ist. Ich werde jetzt mal noch andere Hersteller kurz vorstellen. Nicht weit weg davon befindet sich Woermann Cigars. Da haben wir hier ein Beispiel mit einer Serie, die heißt Fifth Generation. Da ist einmal ganz interessant, so den Preis zu erwähnen. Da liegt die 50er Kiste bei 19,50 €. Ja, und wenn man sich fragt, wie kann es möglich sein? Hier wird leider auch nicht zu 100% mit Tabaken gearbeitet, sondern mit sogenannten Bandtabaken. Deswegen ist die auch so extrem günstig. So, was gibt es sonst noch? Don Stefano ist eine kleine Zigarrenmanufaktur in Deutschland, die auch Shortfiller herstellen. Hier jetzt beispielsweise die Happy Hour in der Brasil-Variante. Das ist noch immer ganz spannend. Brasil und Sumatra. Das ist immer so die Unterscheidung bei den deutschen Shortfillern. Hier sehen wir es ganz gut. Bahia, Brasilien ist eine Variante und hier gibt es beispielsweise die Sumatra. Das bezieht sich eigentlich immer nur auf das Deckblatt, einmal brasilianisches Deckblatt und hier Sumatra-Deckblatt. In der Einlage sind bei den deutschen Shortfiller meist ganz viele verschiedene Tabake, indonesischer, manchmal auch deutscher. Und da kann wirklich alles Mögliche dabei sein. Da gibt es Zigarren, die haben 13 verschiedene Einlage-Tabake. Kann man denn geschmacklich da was sagen? Sumatra, Brasil, irgendwas Generelles oder muss man tatsächlich auch dadurch probieren? Also was wir bisher probiert haben, Brasil war manchmal ein bisschen würziger, manchmal ein bisschen süffiger, vielleicht von der Aromatik her ein bisschen dunkler, also eher schokoladiger. Diese Sumatra-Tabake, da geht es meistens mehr so in Richtung ja, Holz, Leder, vielleicht ein bisschen Kakao, ein bisschen Bitternoten. Das sind so die typischen Geschmacksnoten. Ich habe jetzt hier noch eine, die wir an der Stelle auch vorstellen wollen. Weil es eben auch ein maschinengefertigter Shortfiller ist. Das ist unsere Hausmarke. Die stammt jetzt allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus Holland, weil wir uns da durchprobiert haben und weil die einfach am besten geschmeckt haben. Das ist die Corona, das ist gleichzeitig auch die beliebteste und der beliebteste Shortfiller in dem Bereich. Da sind wir beim Stückpreis von ungefähr 1 Euro. Und da muss man sagen, das ist schon wirklich eine sehr leckere Shortfiller-Zigarre. Rauchfertig geschnitten, wie man hier vielleicht auch sieht, also so angeschnitten. Das heißt, man muss mit der auch wirklich gar nichts mehr machen, braucht keinen Cutter, kann die einfach so wegpuffen. Und wenn man sie nicht zu heiß raucht, das ist immer ganz wichtig bei den Zigarren, dann ist die auch wirklich sehr, sehr angenehm und hat eine schöne Aromenvielfalt. Ja, so viel zu Short- und Longfiller. Heute raucht man eher sowas hier. Longfiller, die kommen meistens aus der Karibik, Mittelamerika, Südamerika und Shortfiller-Konsum geht tatsächlich deutlich zurück.